Morgen, morgen, Menschen mit Geiz. Wir sind wieder in Tom Oil, weiter mit Runde 3 und wieder mit dabei Gary, Mary und Max. Juhu! Moin, moin! So, mal gucken, wie es heute bei uns läuft. Ja, wir sind im dritten Jahr. Geld, naja. Könnte besser sein. Der Max hat letzte Runde ordentlich kassiert. Unverschämt. Die Klasse. Klassausbrechung ist sehr, der sehr Mauro, pleite. Der Maulwurf ist... Danke. Ja, der Maulwurf, der Maulwurf ist gelandet. Der Maulwurf ist gelandet. Der Maulwurf sucht mir auch jetzt wieder die geilste Ölquelle auf dem Planeten. Auf dem Planeten? Ja. Ganz bescheiden. Ja. Bescheidenheit ist eine Zier. Leichter Maulwurf. Geht es ohne ihr. Ja, war das der Känguru? Nee, ich weiß. Das ist Klassiker. Ja, ich weiß. So, hier jetzt erstmal ran. One. Zack. So, ich mach jetzt auch mal langsam anfangen mit Born. Und noch ein Intro. So, ja, immer dieses Haupt, dass man immer den Ladebildschirm noch klicken muss, finde ich immer ein bisschen verwirrend. Rein da. Rein in die Olga. So, komm, buddelt mal ein bisschen hier Maulwürfe. Ich habe auch Maulwürfe. Arbeitet ihr mit den Shortcuts oder zieht ihr einfach von oben runter? Ich ziehe von oben runter, ich benutze keine Tasten, weil ich finde M, aha, D, da, okay, was haben X. Wir? R, drückt am besten alle S, X. W, was ist X? Der Maulwurf ruled wieder. Achso, Ratte. Ja, mal gucken, mein Maulwurf buddelt auch, aber irgendwie finden sich wieder bei beiden nicht. Erstmal gerade runterbohren. Ich glaube, ich warte nächstes Mal, dass das Bohren schneller ist. Oder den Bohrer auf. Ey, das wäre auch was Sinnvolles. Ah. Der Preis steigt, der Preis steigt. Da hat der Maulwurf was gefunden. Ja. Noch mehr Pferde. Alle ran hier. Ran mit den Ponys. Ran mit den Ponys, bloß nichts verjammeln lassen. Oh Mann, wieso kann man nicht durch den Felsen bohren? Oh Gott, ein Bohrer-Upgrade kaufen. Habe ich doch schon. Oh, Alter, was für ein Felsen habe ich denn da drinne? Kann man denn immer noch nicht durch, oder? Nö, hat geknallt. Oh, knallt aber richtig. Okay. Ich habe den für 15.000 geholt. Oh, ihr habt so viel Geld. Ich habe irgendwie in das Falsche investiert. Oh, da hat was gefunden. Weiß bloß noch nicht wo. Bitte keinen Felsen, bitte keinen Felsen. Die Maulwürfe machen bloß gefühlt die Oberfläche. Die machen nicht so tief buddeln. Oh, eine riesen Ölquelle, geil! Ja, das ist ja richtig schmuck. Geldprobleme. Ja, ich weiß, dass du was gefunden hast. Ich habe kein Geld. Scheiße. Komm, testen wir das mal. Und woran wissen die, ob die das jetzt in die Mitte bringen sollen oder nach außen? Was, wenn du ein Pferd nicht zu einem Preis, also zu einer Ölfirma zugeordnet hast, dann bringt das das automatisch zum Silo. Was, zur Mitte? Na, zum Silo, ja, ich habe das Silo bei mir in der Mitte gebaut, darum, Entschuldigung, dass ich das so verwirrend... Ich dachte, man baut das einfach an die Ölquelle, damit das nicht überschwappt. Ja, bringt tatsächlich die Ponys in die Mitte, ja. So, ich habe leider kein Geld zum Bohren, ey, scheiße. Was denn jetzt? Ein Darlehen aufnehmen. Ah, ich überlege schon, ob ich das mache, aber 25% extra ist auch scheiße. Komm, buddelt. Ich
ist denn das? Ach nö. Oh, knapp vorbei. Ja, bitte nicht das Verzweigungslimit erreichen. Oh, geil. Scheiße, ich brauch Geld. Mehr Ponys. Och, Ölkatastrophe verhindert. Nein, guck mal hin. Der sucht ja immer noch. Die finden nicht mehr was. Jetzt find doch mal Öl, Junge. So hab ich ihn dich, du Pfeife. Oh, scheiße. Letzter Monat. Ich spul dir mal. Du bist ja richtig hart am Spulen, wa? Also. Ja, noch mehr Öl gefunden. Perfekt. Die sieht groß aus, die sieht groß. Nein. Oh nö. Hau hin. Noch eine Ölquelle. Oh, der hat auch noch was gefunden, aber wo? Das ist immer die Frage. Oh, ist das Tee. Gut. Ah, da. Musst du schon wieder übelst die Strafen bezahlen. Hast du schon wieder 10 Mal überlaufen lassen, oder was? Alter, ich habe 7 Pferde, Mann! Ich habe 7 Pferde und trotzdem kommt nichts an. Gott. Der hat noch was gefunden. Scheiße, wo findet der denn immer was? Ah, da ist noch eine Quelle. Scheiße, ich habe das Limit erreicht. Eine Ölplattform oder was? Nee, das sind die Verzweigungen. Mehr Ponys. Mehr Ponys, oh Gott. Mehr Maulwürfe. Gucken, ob ich mich da seitlich reinbauen kann. Das ist ja super geil. Wo hat der was gefunden? Da drüben. Ah, da ist auch voller Granit. Ja, den haben wir erwischt. Perfekt. Oh, geil. Was? Wo? Der pfeift da. Der muss irgendwas gefunden haben. Scheiße, dreckiger Stein. Was ist die Quelle, die der meint? Muss noch eine Stelle sein, oder was? Wo denn? Ah, da.
Okay, das kleine Minispiel mit dem Bohren gefällt mir mittlerweile immer mehr. Hm. Ist echt cool. Oh, ich überlege, ob ich noch eine Ölplattform oder so ein Bohrturm mache, weil ob das jetzt alles leer wird, weiß ich nicht. Ich habe 4 diesmal nur, aber ich habe 3 Tanks oben. Ich bin jetzt schon im Oktober. Weil jetzt könnt ihr mal wieder den Preis hier steigen lassen, Kollegen. Das Granit. Gerade ein bisschen. Noch mehr Granit. Jetzt fallen beide gleichzeitig, ey. Jetzt habe ich schon die Leute da in der Kneipe bestochen, dass der Ölpreis nicht unter einem bestimmten Wert fällt, aber... Ja, habe ich gefühlt auch, aber irgendwie... Steigen könnte auch mal wieder. Ja, ich lager schon immer ein, damit die irgendwie... Ja... Irgendwie noch was zusammenkriegen. Ich brauche noch ein drittes Silo oder so. Ich habe auch schon 3. Wieso macht ihr so viele Silos? Damit ich die, damit ich einlagern kann, der Preis wieder steigt und dann das verkaufen kann. Wirklich? Ja. Alter. Das ist die Taktik gerade. Verkaufen, wenn der Preis hoch ist. Und dann macht ihr die Leute runter und ballert das halt. Er steigt. Stimmt, ja, das ist. Ha. Ja, hätte man auch machen können. Das würde uns was bei mir Dezember aus. Ich habe hier noch 3 Stellen, die immer noch am Pumpen sind. Ich brauche einfach jetzt größere Rohre. Kommen die mit $50.000 raus oder was? Ja, ich brauche einfach. Ja, oder? Oh, das Problem ist, ich habe, glaube ich, alle Quellen gefunden. Aber ich habe. Die Rohre sind zu langsam. Ich brauche, glaube ich, breitere Rohre, um alles nächstes Mal mitzunehmen. Nee, werde ich auch nochmal ausprobieren. So auch. So mal. So mal. Gibt's ja nicht. Ja, okay, 2 Quellen habe ich nicht entdeckt. Aber ich hatte halt noch 2 große, die ich leider nicht leer gepumpt gekriegt habe. Nicht mal annähernd. Nicht mal. Das ist schade. Ah, na gut. Nächstes Mal ist man schlauer. Hm. Mary ist schon komplett fertig. Bist aber auch mal schnell, du. Ich hab die ganze Karte abgeforscht. Hab alles verkauft. 50, natürlich nicht alles 50. Leer geworden, leider. Nach da unten scheint es weniger zu finden, oder? Ja, aber ich habe so wenig Geld gemacht. Ich muss das dann auch mal so machen. Sammeln und dann erst verkaufen. Hm. Keine schlechte Idee. So, wo war das jetzt, die Rohre besser zu machen? Die Tanks größer wären auch geil. Ich denn die Rohre, Pfetter? Breite? Eine Ölquelle war noch. Aber das war richtig geil. Bloß große Ölquellen. Pumpen, oh. Pumpen, pumpen. Die Ölaustrittsstrafe war gar nicht so schlimm. Geiler Monat. Das Finden muss besser werden. Kommen die übelsten Bonzenpreisen gleich. Weil sie alle abgecasht haben. Die Bekloppten. Naja. Komm jetzt vor Dezember nochmal richtig. Mag es jetzt auch schon anbieten?
Der Ölpreis muss nochmal steigen. Jetzt. Der Ölpreis muss steigen. Der okay, Öl muss weg. Das Öl muss weg. Bailout, Bailout, Bailout. Alles weg. Alles muss raus. Ach, verdammt. Hätte besser laufen können. Ich hatte noch so viel Öl im Boden. Ich habe aber meine Rohre schon auf Stufe 3 gehabt. Also die Breite. Alles muss raus. Das stört mich. Hätte einfach mehr werden können. Jetzt sehe ich gleich wieder bei euch das Geld. Das wird richtig tragisch. Ich dann sehe bei Max, jo, ich habe diesmal nur 50.000. Tut mir leid. Gerade so. So, dann müssen wir jetzt wieder hier auktionieren. Erstmal Landauktion. So. 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so bietet hier. In der vierten Runde. Oh, und jetzt. Ne, war die dritte, ja. Die vierte kommt jetzt. Aktien. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Aktien. Machen wir mal hier satte 200.000 Aktien. Ja, genau. Ey. Schnelligkeit, Tiefe. Let's go. Maulwurf und was haben wir hier? Nur Tiefe. Was haben wir hier? Tiefe, Verzweigung und die Breite. Oh Gott, dann habe ich ja am meisten bisher aufgewertet, ich Depp. Ah, scheiße, ich bin dumm. Wer hat am meisten verdient? Was ist denn bei dir los? Ja, ich dachte, ich habe 50.000 mit dieser scheiß Tank. Scheiße. Was zur Hölle? Ah, scheiße, ich hab die Dinger, die Typen nicht. Warum hast du so viel? Das meiste unverkaufte Öl. Bist du nicht mehr losgeworden? Krass. Wieso hast denn du echt so viel Kohle? Längste Pipeline in Meter. Ich mach irgendwas falsch. So, was gibt's hier meist für Grundstücke? Meist unverkaufte Öl gesammelt. Oh nein. Oh, Markus hat einfach das Grundstück für 4.000 kassiert. Nee, ich hab's für 5.000. Markus 6.000. Geht okay. Schäm dich doch. Schäm dich doch. Schäm dich, hat er für 6.000 das Grundstück Zuschlag gekriegt. Tja, Max und Mary für 2.000, ganz billig. Naja, wer viel verdient, kann ja ausgeben, sagst du. Ja. Ich hab sogar noch gespart bei der komm. Landauktion. Ja. Das 24.000. Oh Mann, ey. Ich merke schon, ihr investiert deutlich mehr in diese Stadtaktien als ich. Ich bin der Einzige, der noch nichts hat. Völlig armselig. Nächste Runde oder seid ihr schon dabei? Dabei. Sie ist immer so schnell, ey. Ich überlege noch, was ich mit dem Geld anfange hier, ob ich noch was aufwerte. Oh, die riesig, die Ölwanne. Nee, ich glaube, ich fahre los. Naja, Silo. Ja, komm, fahr mal los. Nächste Runde, Jan. Wie mache ich das? Ach so. Das ist ja geil. Man kann seine Wagen aufrüsten. Dann wird einfach mehr Öl da reingemacht. Komm schon. Finde was, Junge. Go-Go Gadget. Maulwurf. Go-Go Gadgetto Arm. Jetzt such doch mal ein bisschen was schneller hier. Das kann doch nicht wahr sein. Mal wieder. Zwei Maulwurf los. Ja, zack. Alter. Wo sind denn die Ölquellen hin? Ich hab gebohrt und hab nichts gefunden. Und nu? Ja, freu mich auch gerade. Oh, da ist links was. Ja, jetzt ist hier alle. Das ist natürlich schlecht. Hä? Für dich, für mich ist das ganz gut. Ja, und nu? Jetzt musst du den Darlehen oben bei Finanzen holen. Einfach F drücken und dann. Ach ja. Oh ja, alles klar. Stimmt, da war das. Ja, wo ist denn aber die Ölquelle? Wie weit soll ich denn hier noch bohren? Na, Geld. Jetzt habe ich das überhaupt nicht gegönnt. Ich hab... Oh, da ist eine. Alter, was geht denn hier ab? Findet ihr jetzt mal was? Hempelkopf.
Hm. Alle nach links. Mehr Ponys. Nicht, dass wir da zu viel rumliegen nachher. Hm. Sieht der nix oder ist das der zu dumm zum Suchen? Mehr Maulwürfe. Boah, das gibt Kohle. Wir brauchen alle Maulwürfe, die es gibt. Maulwurf-Kompanie hier. Und wir rennen die wunschelroten Typen noch rum. Hä? Was hat das denn gebracht? Gar nichts. Find doch mal was hier. Die Scheiße, die finden ja nichts. Jetzt was gefunden. Ne, warte mal. Okay. Ponys. Oh, das geht, glaube ich. Findet ihr nicht mehr eine Scheiße? Hm. Ich glaube, ich habe noch vier große Sachen und das war's. Oh, ich bin so dumm. Ah. Das ist nicht so geil diesmal. Oh nein, Juli. Schafft er das? Wieder voll, bis der Ölpreis wieder steigt. Mehr Ponys. Hm. Schafft er das vollkommen leer zu pumpen, bis das Jahr um ist? Das ist die Frage. Oh, da, da, da. Na, ich die scheiß Ecke abgekriegt. Meine wünschelroten Tupen sind einfach verschwunden, die haben einfach nicht mehr gefunden. Hm. Hat auch noch nicht. Naja, so ist das manchmal. Zumindest wird hier fleißig bei mir das Öl rausgepumpt. Und dank Bestechungen kann mein Preis auch gar nicht so doll fallen. Hm. Ich glaube, ich habe zu viele Dinger gebaut. Die pumpen das zu schnell leer. Die sind gleich alle trocken.
Also komm, einen schicken wir mal los, ob er was findet. Hm. Ja. Ach komm, jetzt verkaufen wir alles. Scheiße, ey. Scheiße, so wenig Öl. Dezember schon. Komm, pump den Rest noch raus. Ja, scheiße Zeitpumpe. Letzte Öltropfen. Bring ihn zurück. Boah, das war noch so eine riesen Ölquelle. Nein, der letzte Wagen. Leere Milchkanne. Ich habe eine Trophäe gekriegt. Ach, der Bildschirm scrollt runter? Ja. Schon so. Ganze Zeit. Immer ein Stück. Bonus für Förderung sämtlichen Öls. Wenn man alles Öl fördert, gibt es ein Tausender extra. Mhm. Wahnsinn. Ja. Und danach ziehen wir um in die Ebene. Das ist dann das nächste Gebiet zu pumpen. Ah, neue Gebiete zum Bieten. Was? Okay. Okay. Das war mein bester Monat. Was? Du hast noch mehr gemacht als sonst? Okay. Was zur Hölle? Jetzt gibt's auch noch Gas. Ich hätte diesen komischen Bohrer gebraucht, diesen extra phänomenalen. Um den Ölpreis zu steigern. Oh Gott, jetzt kann man Gas finden im nächsten Gebiet, denn, um den Ölpreis zu steigern, wenn man Gas in die Seiten reinpumpt, nach Left Ink oder nach White. Mhm. Das kostet. Ja, das kostet aber extra Geld. Das kostet ordentlich Geld, ja. Ja, das wäre ja 12.000 pro. Hm. Nee, das ist erstmal nicht viel. Hm. So, ich wäre bereit. Was? Im Juli. Ich bin noch ganz entspannt, genau. Oh. Hm. Right-Verbindung, Left-Verbindung. Okay. Okay. Das ist ja. Ja, ja. Wie ist das? Geil. Geil. Krass, ey. Cool, das ist noch was Nächstes, also was Neues gibt in dem nächsten Gebiet. Wo ist denn dieser komische, ich bohr durch den Felsen durch, Bohrer? Der gibt's den noch nicht? Rechts für 15.000 dabei, oder nicht? Ja, den habe ich doch schon. Achso, und geht trotzdem nicht? Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Ich krieg da immer eine Strafe. Der macht Bomm. Und okay. Er schafft's nicht. Du musst okay. Den erstmal aufrüsten. Achso, okay. Nicht automatisch, dass deine. Nee! Dass deine Türme alle. Okay. Bekommen, du musst das erstmal aufrüsten. Wie macht man das? Muss man auf den Turm drücken und dann da noch irgendwas auswählen? Du musst den Turm dann nochmal verbessern. Ach, schön. Schön, dass man. Das. Ach, man kann die Türme aufwerten. Ja. Oh. Ups. Ja. Wie, man drückt auf den Turm und dann ist da ein Plus oder was? Nochmal extra, mhm. Oder? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Was kostet der Spaß? 500 pro Turm. Pumpt der den auch schneller? Na, wenn du das Pumpen-Upgrade gekauft hast? Dann, also da muss ich aber nicht auch nochmal die Rohre aufwerten, oder hat das auch noch jemand gesehen? Keine Ahnung. Vermutlich, also ich habe jetzt noch kein Upgrade gesehen, was automatisch.
Ach du Scheiße, das heißt, alle Runden waren bisher völlig sinnlos für mich. Alle Aufwertungen. Ja. Yes. Ah, kostet alles Geld. Kapitalismus. Kapitalismus. Verdammt. Mann, sind wir doof, ey. Ah, ich dachte, das reicht, aber das hier, das ist quasi nur die Freischaltung, dass man so einen Quatsch auch noch machen kann. Och, ja, nee, genau. Ey. Quasi hier alles Ingame-Käufe. Ah, pay to win. Pay to win, ja. Ja, Markus bietet immer noch auf Aktien. Er verliert, ob er diesmal fünfstellig wird. Mhm. Sechsstellig. Mein Gebot könnt ihr nicht überbieten. 100. Mhm. 101. Eins. Ich muss gerade noch mal warten, dass der Ölpreis mal wieder steigt hier bei Left Inc. Ach nee, hier geht's hier nur um die Preise, nur ums Geld. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das hat mir keiner gesagt, dass es beim Ölgeschäft ums Geld geht. Das wär's nicht. Nein, kriegst du ein paar Herzchen. Warum solltest du Geld kriegen? Ich dachte, man pumpt das aus Luft und Liebe. Um den Boden aufzulockern. Jetzt muss ich alles raushauen. Einfach nur den Boden aufzulockern, damit da unten vielleicht die Hohlräume einstürzen und oben neue Berge und Gräber entstehen. Und Hügel und. Ich habe jetzt auch geboten. Bonnie. Schäm dich. Schäm dich. Überall ein Häkchen sozusagen. Max ist immer so ein bisschen ganz entspannt. Ich warte noch, bis ich verkaufe. Witzig. Ich bin immer gespannt, was ihr geboten habt für die Grundstücke jetzt. Kein guter Monat. Keine gute Location hier. Schlechte Boten auf ein schlechtes Grundstück. Ja. Hatte ich auch gerade. Genau. Richtig kacke. Das heißt, ich habe jetzt bloß Markus als Konkurrent, oder der, wenn er eine Million einnimmt und schon gesagt hat, das ist der beste Monat bisher gewesen. Der allerbeste. Das sagt er zwar zum Geben bisher, aber. Ja, aber weil sich immer gut gesteigert hat. Ah, schrecklich mit dir. Mit dir kann man nicht spielen. Du machst immer Geld. Du bist auch immer der Schlimmste, wenn es darum geht. Ach Quatsch. Erfolgreich zu sein. Ja, guck hier, ich habe 0% Aktien. Ich bin total erbärmlich. Gas ja, ist ja viel zu teuer. Meine Fresse. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel das ausmacht, wenn man das da reinpumpt. Ob man denn, keine Ahnung, über 2 Tacken kommt oder über 3 Tacken krass. Sogar. Du hast es dir also schon geholt. Nein. Ich wusste, dass du dir sowas gleich holst. Nein. Ja, ich habe am meisten Maulwurf-Armee. Maulwurf-Armee, die meisten Maulwürfe benutzt. Infra-Investor, am meisten Geld in Infrastruktur. Okay. Was? Nur 10.000? Was? Nur 10.000, was? Ne, Mary hatte nur 10.000 Einnahmen. Ja, ich hatte nichts. Ich hatte vielleicht 3 kleine Ölquellen. Ich habe nichts mehr gefunden. Jetzt geht's erstmal um die Parzellen. Okay, haben wir die jetzt alle? Jeder für 2.000 und jeder unterschiedlich gedacht? Ja, jetzt ist ja die Auswahl der Felder ja noch sehr groß. Nachher werden es ja weniger und da steigen die Preise ja dann eher. Max! 1-1-1. Ja. Verdammt, ey. Hab ich viel zu viel gelegt, ey. Ach, komm. Meine 3 bis 8. Ach, komm, ey. Ich komme mir vor, als wenn wir QE spielen und ihr habt alle 0 Gebote gemacht. 3 0 Gebote. Scheiße. Ich hätte einfach 2 Dollar eingeben sollen. Richtig schäbig, ey. Richtig schäbig. Das ist ein Quatsch. Das ist Scheiß. Gut, das war dann unsere zweite Aufnahme, unsere zweite Runde. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Jetzt kann man nochmal schön was ausgeben.